Wird die Nintendo Switch Pro exklusive Inhalte bekommen? Das und vieles mehr wird gerade herumdiskutiert und laut einem Gerücht soll die Nintendo Switch Pro exklusive Titel bekommen. Aber kurz die Daten der Nintendo Switch, denn es gibt neue Sachen. Und zwar soll die Switch Pro ein 720p OLED-Display von Samsung bekommen. Also 720p OLED-Bildschirm, wenn ihr ein Handheld spielt. Und eben eine 4K-TV-Unterstützung, wenn ihr sie an der Dock reinsteckt. Außerdem soll der Bildschirm etwas größer sein als die normale Switch. Und ich bin sehr gespannt, was Nintendo daraus basteln wird. Das ganze Gerücht kommt von Nate Drake. Der hat schon in letzter Zeit eigentlich ziemlich aktuelle Gerüchte rausgehauen, die sich dann auch bewahrheitet haben. Und er meinte jetzt nun, dass die Switch Pro exklusive Spiele bekommen wird. Und gerade hier wird exklusiv oder beziehungsweise stark hingeschrieben, dass ein GTA 5 Remastered kommen soll und dass Nintendo mit Sony einen Vertrag ausgeschlossen haben, dass Final Fantasy 7 Remake auf die Nintendo Switch kommen wird. Ja, das sind quasi so die News, die hier rumgeistern, und ich muss natürlich sagen, eine Switch Pro habe ich kein Problem damit. Ja, also bessere Akku, ein bisschen besserer Bildschirm und so. Alles cool, sage ich dazu nichts. Aber exklusive Titel ist natürlich schon belastend. Gerade GTA 5. Ich meine, klar, GTA 5 hat jeder auf dem PC oder so, also mittlerweile, oder PS5, PS4, PS3 oder halt auch auf der Xbox. Aber wie cool wäre es denn, wenn du unterwegs einfach GTA 5 zocken könntest? So, wenn du in Urlaub gehst und sagst, ah, ich habe Bock auf GTA 5 in einer Autofahrt oder so, dann zockt ihr zusammen GTA 5. Oder beziehungsweise spielt man allein GTA 5, und das ist halt eine ziemlich gute Sache. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Roadtrip mache oder einfach mal nach Malle in Urlaub gehe und dann abends im Hotelzimmer ein bisschen Langeweile habe, dann ja, warum denn nicht? Oder während des Flugs ein bisschen GTA 5 spielen. Wäre doch ziemlich cool, und ganz ehrlich, mich würde das sogar zum Kauf verleiten. Allerdings weiß man nicht, wie teuer die Switch Pro sein wird und was für Spiele tatsächlich kommen soll. Angeblich soll ja dann für Weihnachtsgeschäft das neue Mario Kart zu der Switch Pro kommen und angeblich The Legend of Zelda, was ich, weil Zelda nicht glauben kann, weil ich denke nicht, dass sie so weit in der Entwicklung sind. Ja, ein neues Mario Kart wäre schon cool. Ich hoffe mal dran, weil ja, Mario Kart 9 ist schon längst überfällig. Genau, mehr kann ich dazu eigentlich aktuell nicht sagen. Das war so die kleine News, die ich euch mitgeben will. Meiner Meinung nach ein schwieriges Thema. Ach ja, und eine wichtige Sache noch. Die angebliche Präsentation der Switch Pro mit Mario Kart 9 soll dann zur kommenden E3 stattfinden. Und das ist ja gar nicht mehr so viel, dass ich denke, wie viel sind das? Ich glaube, 3 Monate haben wir noch. Und dann haben wir ja schon die E3, tatsächlich 3 Monate. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was Nintendo, Sony und Xbox raushauen wird und ob bei Nintendo die Gerüchte stimmen. Denn ganz ehrlich, wenn das kommt, die Switch Pro mit Mario Kart, ich denke, so, ich werde es mir gönnen. Was denkt ihr? Ist das Gerücht richtig oder sagt ihr, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Man muss natürlich auch sagen, eine 4K-TV-Modus, also ein Boost hochskaliert eben wie die PS4 Pro, ist natürlich da, um eine Konsolengeneration ein bisschen länger zu strecken. Das sollte ganz klar sein. Damit hat die Nintendo Switch locker die 6-7 Jahre mit der Hardware locker und lässig eben überleben kann. Allerdings muss ich eben natürlich sagen, ob ich so Bock habe, dass dann die Community gesplittet ist mit exklusiven Third-Party-Spielen auf der Switch Pro, ist natürlich ein bitterer Beigeschmack. Gerade auch für mich, wo ich eine Switch für 320 Euro gekauft habe. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Aber abwarten und Tee trinken. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder sonstiges. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Hunter. Juhu. Mit O.